Die Sparkasse Zwickau hat die besten Schülerteams des vergangenen Planspiels Börse ausgezeichnet. Die ersten beiden Plätze sicherten sich Teams von der Neubauer Schule in Kirchberg. Das Börsenspiel war diesmal äußerst spannend. Im Oktober hatte das Spiel begonnen. Bis Ende des Jahres mussten die Teams aus 50.000 Euro Startkapital so viel wie möglich Gewinn machen. Es war nur Spielgeld, doch die Börse war echt. Und das macht den Reiz dieses Spiels aus. Daher auch die große Beteiligung. Also das Interesse am Planspiel Börse ist bei den Schülern ungebrochen gut. Also wir haben jedes Jahr mindestens über 100 Spielgruppen, die mitmachen. Und das ist auch schon über viele Jahre so. Jetzt hat sich so ein bisschen eingepegelt bei mal 120, mal 130, 140 Spielgruppen. Aber da bleibt es so ungefähr. Gibt es da auch Wiederholungstäter, die dann im nächsten Jahr auch wieder einsteigen? Ja, wir haben Wiederholungstäter, die so lange mitmachen, wie sie können. Also die so richtig, sage ich mal, Feuer gefangen haben bei den Planspielbörse. Und einen habe ich sogar dabei, der hat als Schüler mitgemacht und macht jetzt als Student immer noch mit und hat sogar schon mal was gewonnen. Sieger wurde diesmal das Team Girls Club der Theodor-Neubauer-Schule in Kirchberg. Aus 50.000 Euro machten sie am Ende 56.459 Euro. Ja, und wie haben Sie das geschafft? Es gab eigentlich gar keine Strategie. Wir haben jetzt einfach die Aktien ausgewählt und haben uns dabei gedacht, ja, wir nehmen jetzt einfach was jeder kennt und wahrscheinlich auch was jeder braucht, zum Beispiel Deutsche Post oder Amazon. Tja, und dann haben wir einfach gewartet und dann waren wir selbst überrascht, als wir gehört haben, ja, hat ziemlich gut abgeschnitten. Neben der Depotwertung, bei der es nur um den höchsten Ertrag ging, gab es auch Auszeichnungen beim Thema Nachhaltigkeit. Darauf legt die Sparkasse schon immer einen großen Wert. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind Unternehmen, die besonders verantwortungsvoll handeln, sei es im sozialen Bereich, sei es bei Themen der Umweltschonung oder die ressourcenschonend wirtschaften. Diese Unternehmen sind in einem extra Index zusammengefasst und dafür haben wir diese Sonderwertung. Oh, wie heißt dieser Index? Also die stärksten Unternehmen, das ist der DAX, und die nachhaltigsten Unternehmen, wie heißt der Index? Die sind im Planspiel als in einem Nachhaltigkeitsindex zusammengefasst, sind besonders gekennzeichnet, diese Werte. Und ja, die Schüler wissen, dieses Unternehmen, das wirtschaftet verantwortungsvoll, nachhaltig, und darauf gibt es die Sonderwertung. Die erwirtschafteten Gewinne konnten sich die Schüler leider nicht auszahlen lassen. Es war ja reines Spielgeld. Aber die Sieger gingen trotzdem nicht leer aus. Die ersten drei Plätze in Depot- und Nachhaltigkeitswertung bekamen jeweils 600, 400 und 200 Euro als Siegprämie überreicht.